Hey Leute, hier die Schätzte First Descendant mitgebracht. Ich muss sagen, das hier ist ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe. Ich habe da auch schon in der Beta ein bisschen gespielt und ich habe mir einfach gedacht, dass ich euch das Ganze jetzt auch mal zeigen möchte. Für mich persönlich muss ich sagen, wirkt das Ganze so ein bisschen wie eine Mischung aus Warframe, Destiny und vielleicht auch ein bisschen Apex. Und ich muss einfach sagen, das Spiel hat mir super viel Spaß gemacht. Und es gefällt mir wirklich, dass man in dem Spiel auch alle Charaktere und so freischalten kann, ohne Geld zu investieren. Aber wenn man das Ganze beschleunigen möchte, hat man die Möglichkeit, auch ein bisschen was zu investieren. Und ich muss sagen, die Preise, wenn man wirklich was investieren möchte, sind nicht übertrieben. Aber auch als Free-to-Play-Spieler kann man bei dem Spiel wirklich gut mit dabei sein. Von daher hätte ich jetzt gesagt, dass wir einfach mal loslegen. Ich habe jetzt das Spiel einfach komplett neu gestartet. Das bedeutet, wir sehen am Anfang noch das Intro und spielen dann mal die Einführungsmission bzw. auch die ersten ein, zwei kleineren Missionen. An der Stelle möchte ich jetzt aber auch erwähnen, dass man die Textsprache auf Deutsch umstellen kann. Bei der Sprachausgabe kann man aber eigentlich nur Englisch oder die Originalsprache verwenden. Das sollte euch im Voraus klar sein, aber für mich persönlich ist das jetzt kein Problem. Da die Server gestern down waren, ich meine, das kann mal bei einem neuen Online-Game passieren, kommt einfach vor, hatte ich halt ein bisschen Zeit gehabt und habe mich als offizieller Creator beworben, wurde dann sogar heute angenommen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr einfach hier meinen Namen eingeben und dann könnt ihr mich hier auswählen. Oder ihr gebt meinen Creator-Code ein, Werner#6358, und dann unterstützt ihr mich damit ein bisschen. Den Link hierfür poste ich unter das Video, kostet euch gar nichts, aber für mich ist es ein kleiner Support. Gut, dann schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal an. Ich kann euch auch nur empfehlen, während die Shader am Laden sind, solltet ihr am Computer bleiben, weil zwischen den Prozenten kommt auch noch eine Intro-Sequenz und das Spiel geht auch los, bevor es schon bei den 100% ist. Von daher kann ich euch wie gesagt nur empfehlen, bleibt am Computer und je nachdem wie gut euer Rechner ist, dauert es halt ein paar Minuten, aber ich denke mal, ihr werdet es nicht bereuen. Und das meinte ich gerade. About a century ago, humans were defeated by the Vulgus, invaders from the other world. Then came the Colossi, who destroyed everything. Humans resisted until they could no longer. Then they found hope. Gifted the forgotten ancestors' power. Finally, they could fight with newfound strength. But another threat had emerged. Karel, the new leader of the Vulgus. His dark ambitions are driving both worlds to the brink of collapse. We must fight back. The ancestors' power bestowed upon us. Descendant, can you hear me? I've been waiting for you. According to the investigative corps, the Ironheart is in the ruins. The assignment is simple. Bunny will collect it, while one of you protects her. So, who is going to take this on? Gut, an der Stelle sollte man sich jetzt wirklich 2-3 Minuten Zeit nehmen und sich anschauen, was die drei Charaktere können. Denn im Endeffekt ist das euer erster Charakter, den ihr danach auch freigeschaltet habt. Ihr werdet euch auch relativ schnell die anderen freischalten oder den nächsten, aber ihr könnt euch dann einfach einmal alles durchlesen und... Also könnt ihr ja selbst machen, hier seht ihr die ganzen Fähigkeiten und so. Und mein persönlicher Favorit war am Anfang Ajax. Leave it to me. Defense is my forte. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Also wir haben auch wieder 4 Fähigkeiten. Und die könnt ihr euch ja selbst dann nochmal durchlesen.
Ich finde die relativ interessant von den einzelnen Charakteren und wir haben auch wieder eine passive Fähigkeit. An der Stelle möchte ich erwähnt haben, ich habe schon eben im Login-Screen bzw. ganz am Anfang schon meine Settings geändert, weil die Original-Tastenbelegung geht für mich gar nicht, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ah, gedrückt halten. Nebenbei, Bunny kann man sich super früh im Spiel schon freischalten. There's no Ironheart on that side either. Only this side remains then. Let's get this over with. The architect ruins. It took so many soldiers to find this place. Please let the Ironheart be in here somewhere. I hope it is too, Bunny. I'd like to give Albion some good news. Finding the Ironheart is important, but so is retrieving it. The Vulcus also have their sights set on these ruins. Eh, don't worry about that, Alpha. Compared to me, the Vulcus are as slow as turtles. My force field will stop them. Every time. Haha! Good to know you have my back. Schön, dass hier auch jeder des Senden eine eigene Voiceline hat. Ich habe ja auch schon die anderen gehört, deshalb. So, do you know what the heart looks like? We'll know when we see it. I'll take the lead. As you wish. Whoa! What the heck? What's going on? All operatives report. We almost died. I'm okay, by the way. Roger that. Resume operation. Our path's been cut off. We better find a way around. Wait, Bunny. I should go first. Vulcus. Engage him. What? I'll come help. Oh, die Maus ist noch viel zu empfindlich. Nothing I can't handle. I'll be there soon. Gut, und weiter geht's. Ich habe mal gerade noch die Empfindlichkeit von 34 auf 10 runtergestellt und das ist schon deutlich angenehmer. Da trifft man auch mal was. I'm just getting warmed up. No need to brag. Come on, let's keep going. Whoa. What is all this? Huh, there's no way through. This is the only place left. There has to be something here. Optisch wirklich super schön gemacht. It's the Ironheart. Cover me. Dimensional wall with this, right? And when we have all three of them, we can stop the Colossi and the Vulcus? How awesome is that? But does something feel weird to you? It feels like the Ironheart is somehow calling to me. Und jetzt fängt das Spiel endlich an, schön zu werden. So ein flüssiges Movement-Set, das habe ich schon lange, lange nicht mehr gesehen.
finally here. This is a space where your unconscious takes physical form. I have been waiting for you since the beginning. I am your guide. I was created to guide the descendants to the Ironheart. This is the connection procedure, descendant. Initializing process to access your consciousness. We both need the Ironheart. I can help humanity, descendant. Überhaupt nicht verdächtig. Und weiter geht's. The Vulcus attacked. Where's that coming from? I have synchronized with your consciousness. Focus on the heart. It must not be captured. Das habe ich gerade schon gemacht. You are under the influence of your unconscious mind. Und das war jetzt auch der Hauptgrund, warum ich die Belegung geändert hatte. Weil ich fand das so unangenehm, hier zu spielen mit Ajax, mit der Originalbelegung. Naja, aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen. Na? It's been a while since your last report. Have you regrouped with Bunny? I need confirmation. Understood. I have arrived at the rendezvous point. Bunny, report your location. Bunny, report. Thank you.
Corel made contact with the heart. It's triggered an unidentified anomaly. Also ich finde die Gravewalker da unglaublich cool gemacht. Und dieses Lachen, oh Gott, so daneben. Damn it. I lost Corel and the objective. Gravewalker approaching. Awaiting orders. It seems weaker than normal. You're free to engage. Und das Kampfsystem finde ich jetzt unglaublich cool. Man kann sich hochziehen, die Körperteile abtrennen und dann die Schwachpunkte angreifen. Beziehungsweise man kann auch einfach drauf schießen, aber ja. Sehr leicht, aber eine gute Einführung in das System mit dem Hochziehen und allem. Finde ich cool. Aber es hieß ja auch eine geschwächte Version von dem Gravewalker. The Ironheart was stolen. The operation failed. Damn it! I never expected Corel to show up in person after everything we've gone through to find that Ironheart. If we don't find the other two Ironhearts before he does, the dimensional wall will be in danger. Don't lose hope, HQ. We've made contact with a guide. It's going to help us. Vermutlich. Vielleicht. Unter Umständen. Und da lädt jetzt der Shader weiter, so wie ich es eben noch gemeint hatte. Ja. Descendant, follow my voice. I need your help. Humanity requires my help. I can find the Ironheart. Enzo, did you hear that voice? Yeah, I heard it too, Bunny. I need to explain the situation to Alpha. You should go and get treated. What?
Can't Alpha hear the guide's voice? I don't hear anything at all. It seems to only be linked to active descendants. Nell, are there any other descendants who have had contact with the guide? Aside from Jeremy, all descendants have reported connecting with the guide. Oh, Jeremy. And the descendant who first made contact with the Ironheart will be arriving at HQ shortly. When it comes to the guide, we have to consider all possibilities. Make sure you familiarize yourself with everything. Nur zur Info, violette Quests sind Main Story Quests. Those descendants who have connected to me, thank you for answering my call. This is Albion, the last bastion of humanity. Many lives have been laid before the Ironheart. I wish to help humanity. My system can locate the Ironheart. However, my functions were damaged after I was separated from it. If I can access the data left by my creators, the ancestors, I should be able to find a way to restore my system. I appeal to all descendants who can hear my voice. Please help me to restore my system. Take me to the ancestors' facility. A system that can find the Ironheart? What is it exactly? Alpha, it looks like the guide is speaking to another descendant nearby. I've uploaded the details of the conversation to the command console. Based on this, the guide seems to be more AI than spiritual being. Any descendant who's been contacted by the guide, please report to HQ immediately. Nell, as a non-descendant, how do you feel about this phenomenon? I believe it holds sufficient strategic value to be of interest. Just get to the point. I didn't expect you to be speaking to the guide. I thought you were headed straight to HQ. Well, first off, well done on the mission. It was a difficult one. Karel showing up in person, even I was concerned. Since your operation, a strange phenomenon has affected descendants. When you said there was hope, were you talking about the guide? To be honest, I suspect that the guide is either a new Vulgus weapon or a new enemy. It's clever claiming to be able to find the Ironheart for us. Who wouldn't want to believe that, if they're desperate enough? That is how traps are laid. Everything has a price. My staff officers, however, seem to have a different opinion. Enzo and Nell have proposed verifying the guide's credibility by fulfilling her requests. And the truth is, we currently lack any leads on the Ironheart. Enzo and Nell have determined that if the guide can close the gaps in our knowledge, it will be worth it. Luckily, there is an ancestor's facility within the territory we occupy. We plan on making contact with the guide there. Descendant, this is your next mission. I would like you and Bunny to bring the guide to the ancestors' facility in Kingston. Deploying the descendants who have been in closest contact with the Ironheart is our best bet. Bunny, I know you're recovering from your injuries, but I'm sure you understand the importance of this. I'll order the Investigative Corps to provide support. I hope we see some results, whatever the outcome may be. Bunny, you'll need to equip a new suit before you leave. I've already notified the Ordnance Department. The new suit... it won't be taken out of my pay, right? It will be deducted from your pay, naturally. I'm a bunny. Damn it. Also im Endeffekt, man muss einmal alle Missionen gemacht haben, beziehungsweise 100% haben, damit man ins nächste Gebiet kann.
Und jetzt geht eigentlich das richtige Gameplay los. Das davor war eigentlich nur Intro. Und jetzt kann man mal ein bisschen freier spielen. Nach dem Video hier. Welcome, Descendant. Please, do not be alarmed. My appearance has been configured to facilitate communication. I am linked to the Arche of Descendants. I can appear wherever you may be. Richtig schön gemacht. I am incomplete. At present, only you, Descendant, can see or hear me. I need you to help me fully restore my system. Only then can I help humanity. Ah, there you are. I'm Marcus from the Investigative Corps. I have orders from HQ to escort you, Descendant. This way, please. Good luck with your assignment. Thank you for all your hard work during the operation to retrieve the Ironheart. The results of that operation were disappointing, but we'll keep looking for other ruins. The Investigative Corps will always support the Descendants. Speaking of which, we heard you're heading to the Ancestors facility in this area. The facility was once used as a research center by the Magisters, before it was abandoned. I never thought we'd be going back there again. It's been deserted for a long time. Anyway, let me take you to the facility. Sit tight. Security Corps, this is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. We have orders from HQ to open the gate to the Ancestors facility. Security Corps, do you copy? This is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. What's going on? This is Security Corps. We're under attack from the Vulcans. We need support. Security Corps, respond. Security Corps. Damn it. Descendant, it looks like the Vulcans have arrived. Comms are already down. Use the emergency communicator to contact HQ while I try to get a handle on the situation. Gut, los geht's. Descendant, be careful. Vulgar signals are being detected from inside the communication center. Quickly, destroy their comms. These bastards. This doesn't feel like a simple raid. They seem to be after this place. Das hier ist jetzt übrigens auch schon online. Das bedeutet, jederzeit können auch noch andere Leute joinen. I detect Arche. A descendant has arrived. A perfect trophy for Lord Karel. This is Commander Grigg. Deploy the assault ship. Eliminate the descendant. Level up. This is the first time they've launched such a large-scale attack. You must reactivate the communications repeater and secure the emergency communicator before it's too late. All gates have been blocked.
And it looks like we've lost all our soldiers. Damn it. All those bastards. I'll try to go around. I'll leave you to it. We'll join you once the communication repeater has been reactivated. Stop the gunfire. We should be able to enter the communications relay base. Ja, das war jetzt nur eine Info, dass man auch Waffen modden kann, beziehungsweise alles modden kann und dass man auch andere Waffen ausrüsten kann. Und man findet auch die ganze Zeit neue Waffen. Runter. Jetzt entscheide dich mal. Damn it. Vulcan's forces have managed to infiltrate this far end. Protect the repeater until it's fully reactivated. Na genau, den Reaktor habe ich gerade eben gefunden. Oh, und ich habe sogar schon ein paar Waffen. Ja, die ist ein bisschen stärker. Burstwaffe. Ja, und Loot wird auf der Minimap markiert. Enemy Commander spotted. We take him out, the rest will give up and retreat. Da hinten ist der Commander. Erwischt. It's done. The communications repeater has been restarted. Now, let's hope the last emergency communicator is still intact. Ja, und jetzt wieder Level up und die zweite Fähigkeit freigeschaltet. Oh, we almost lost the last one. Okay, Descendant. You should join Bunny at the theater outpost. I'll send a sit rep to HQ with the emergency communicator. Wait. Vulcan signals are spiking. What the hell? You're getting closer, Descendant. But my work here is already complete. All forces, extract the ancestors' data. Transfer it to my command center. I will personally deliver it to Lord Karel. Vulcan signals are coming from the Magister lab. Isn't that HQ's target? Oh, this isn't good. I need to report this to Alpha immediately. Huch, Spiel hängt. Gerade den Vorwärtssprung mit der Originaltastenbelegung, der war ätzend.
Bunny, Descendant, do you copy? Das war's. We've received the sitrep from Kingston. How the hell did this happen? Do my staff still think this is all a coincidence? What exactly do you mean by that, Alpha? Things went south as soon as the guide arrived in Kingston. And not only that, but it seems the Vulgus are after the same target as we are. Alpha, that's probably because the enemy has the Iron Heart. I don't think it has anything to do with the guide. We'll have answers once we investigate the Ancestors' facility. It's too late for that. The Vulgus have surrounded the facility. Descendant, we need you to retake the base seized by the enemy. HQ will review the direction of the operation in the meantime. Over and out. Genau, jetzt haben wir 100% bei der ersten, im ersten Area freigeschaltet und können jetzt direkt mit der Karte ins nächste Area fast traveln. Ich glaube, man kann sogar, genau, einfach zum Tor rennen, auch ein nettes Gimmick. Und dann wird man direkt zum nächsten Area hingeportet. Okay, das soll es jetzt an der Stelle aber für heute gewesen sein. Mein Shader ist jetzt sogar schon bei 99%. Ich hoffe, das Spiel hier interessiert euch. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen. Falls ihr noch mehr Videos dazu sehen wollt, bitte auch in den Kommentaren lassen. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal.